Freunde, wir haben heute mal etwas für euch, was man in der heißen Zeit, die wir gerade haben, wir haben immer noch 31 Grad, schnell mal essen kann. Ob nun morgens, mittags oder abends, ist eigentlich völlig egal, obwohl es eigentlich ein Frühstück ist. Wir zeigen euch, wie man so leckere Toast oder Sandwiches machen kann. Süß. Bleibt einfach ein paar Minuten dran und schaut zu. So ihr Lieben, ihr kennt doch bestimmt alle schon Sandwich oder morgens isst man eigentlich einen Toast. Ich bin eigentlich der Mensch, der gerne morgens getoastetes Weißbrot isst, darauf Butter und dann Erdbeermarmelade. Schmeckt schon mal ganz lecker, aber das geht alles noch viel besser. Seitdem wir jetzt diesen Kontaktgrill hier haben, bin ich öfter mal in Versuchung oder mach's dann auch, das einfach in den Kontaktgrill reinzuschieben, was man nicht toasten kann. Und da habe ich mir jetzt den einen Tag mal einen Toast gemacht. Das ist so lecker. Also, das wird ja jetzt mehr oder weniger ein Sandwich. Wie gesagt, ich esse gerne Erdbeermarmelade, aber nicht die dicken Stücken hier drin. Die kriegt mein Mann dann immer auf sein Brötchen. Und dann kommt hier auf eine Weißbrotscheibe Marmelade. Man kann es natürlich auch mit Nutella machen. Ich mache beide Seiten, beide Sorten. Oder eben mit Nutella, das esse ich auch gerne. Also welche Schokocreme ihr da nehmt, das ist eure Sache. Das ist halt immer Geschmackssache beim Essen. Macht das jeder ein bisschen anders, also ein bisschen Schokocreme drauf oder von mir aus Pfirsichmarmelade oder sonst was, was ihr gerade drauf mögt. Hauptsache süß. Hauptsache süß. Dann werden die zusammengeklappt. Jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Eigentlich macht man sich ja das Toast fertig, macht sich Butter drauf und Marmelade. Nee, wir machen erst die Marmelade in unser Toast rein und streichen jetzt die Außenseiten. Das habe ich bei den Amis gesehen, dass die immer ihr Sandwich oder ihr Hamburger und sowas buttern und dann diese Seiten halt braten. Da wir einen, wie heißt das jetzt? Kontaktgrill, also oben und unten Grillfläche haben, kann man oben und unten gleichzeitig grillen. Also kommt jetzt hier erstmal auf diese Seite Butter und dann legen wir das schon mal in den Grill. Dann machen wir den Grill schon mal an und legen das rein. Und jetzt wird natürlich auch noch die andere Seite von dem Sandwich gebuttert. Wir wollen ja beide Seiten schön knusprig haben und das schmeckt so lecker. Leute, wenn ihr sagt, ein Toast mit Marmelade oder sowas schmeckt schon lecker, dann habt ihr das hier noch nicht gehabt. Wenn ihr das einmal gemacht habt, das haben mir viele geschrieben, die haben sich diesen Kontaktgrill hier auch gekauft. Probiert es aus, ihr werdet nichts anderes mehr essen wollen. Das ist so edel. Bei diesem Kontaktgrill war ja das Tolle, dass man hier an der Seite so Stufen hat, dass man den höhenverstellbar machen kann. Also ich habe den jetzt ein bisschen höher eingestellt, damit das nicht zusammengedrückt wird. Das soll oben und unten schön braten, aber in der Mitte nicht platt gedrückt werden. In der Mitte bleibt das dann schön weich und außen knusprig. Das ist so edel. Nach kurzer Zeit hört man dann schon dieses Brutzeln, hört er das so zwischen und... Wenn du sappelst, kann man es nicht hören. Hör auf zu sappeln. Dann merkt man, hier unten wird gebrutzelt, oben wird gebrutzelt. Jetzt kann man entscheiden, wie knusprig möchte man das haben. Also bei mir kann das ruhig immer schwarz sein. So, ich denke mal, das reicht. Also ihr könnt es, wie gesagt, so braun machen, wie ihr wollt. Dann kommt es auf den Teller. Eigentlich schaffen wir immer bloß eins davon, jeder von uns. Muss man sich dann halt entscheiden, welches man nehmen will. Das mal nicht gut aus. Und das ist so lecker. Und hier oben drauf, hört man das knuspern? Ja, das ist das richtig knusprig? Und innen drin ist das Weißbrot immer noch so weich. Und ach, das ist so lecker. Also wie gesagt, ihr nehmt nichts anderes mehr. Wenn ihr das erstmal ausprobiert habt, gibt es für euch kein anderes Sandwich oder Toast mehr als dieses. Ich esse nichts anderes mehr. Das steht fest. Also Leute, probiert es aus und bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Ganz einfach, ganz lecker. Wir sehen uns.